herzlich willkommen bei unserer Airless-Discounter-Videoserie. Heute geht es um die Graco ST Max 2495 und darum, wie man kleinere Funktionsstörungen und Probleme an dem Gerät behebt. Das ist eine elektrisch betriebene Kolbenpumpe. Das heißt, dass ich die Probleme oder die Problemstellungen, die wir hier erläutern und die Lösungsansätze auch auf andere elektrisch betriebene Kolbenpumpen übertragen lassen. Also auch Modelle von Wagner, von Storch, von Farbmax, von Titan, da diese Geräte weitestgehend baugleich sind. Als erste Gruppe oder Problemgruppe beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, was ist, wenn der Motor nicht anspringt? Da kommen mehrere Sachen in Frage. Wenn man ein Gerät länger nutzt und das Kabel regelmäßig aufwickelt und das über Jahre, dann hat sich gezeigt, dass bei vielen Modellen ein Problem mit dem Kabel auftritt, also Kabelbruch oder dass das Kabel an der Verbindung rausreißt. Also sollte der Motor nicht anspringen, einfach mal das Kabel checken. Machen wir es mal auch noch ganz einfach als zweiten Check, auf jeden Fall die Sicherung checken. Klingt ein bisschen dumm, kommt aber relativ häufig vor, dass es einfach an der Sicherung liegt, wenn das Gerät nicht anspringt. Es klingt relativ unwahrscheinlich, aber es passiert dann doch relativ oft, dass die Anwender zwar den An- und Ausschalter betätigen, aber die Druckeinstellung auf Null belassen und das Gerät deshalb nicht anspringt. Also sollte der Motor und das Gerät mal nicht anspringen und das Gerät nicht pumpen, neben natürlich der Stromversorgung und An- und Aus auch mal einen Blick werfen auf den Druckregler, weil es doch relativ häufig vorkommt, dass das vergessen wird. Darüber hinaus kann man im Problemfall auch mal einen Blick aufs Display werfen, da Schäden oder Probleme in der elektronischen Steuerung oder auch in der Überlastung der Pumpe hier als Fehlercode angezeigt werden. Die zweite Gruppe von Problemen haben wir zusammengefasst unter dem Punkt, das Gerät saugt nicht an. Dafür gibt es auch wieder unterschiedliche Ursachen. Das ist zum einen, wenn Verstopfungen oder Verunreinigungen im System vorliegen. Das kann sein in der Ansaugung, dass vielleicht Farbe oder Restmaterial sich hier unten angelagert hat und das Ansaugsieb verstopft. Das kann genauso auch beim Hauptfilter der Fall sein, der sich hier direkt an der Seite des Geräts befindet, aber auch im Griff der Pistole, im Pistolenfilter, wenn sich dort Material sammelt und für Verstopfung sorgt. Das gleiche gilt für die Düse. Wenn die verstopft ist, kann das ebenfalls dazu führen, dass das Gerät nicht pumpt. Wenn das Farbspritzgerät nicht ansaugt, kann die Ursache dafür sein, dass eine Verstopfung der Siebe und Filter vorliegt. Man prüft dann einfach hier unten zuerst das Ansaugsieb, ob hier vielleicht eine Verschmutzung drin vorliegt. Das sieht man meistens schon von außen. Man kann das Ding aber auch abschrauben und reinschauen. Da kann man es entsprechend reinigen oder ersetzen. Gleiches gilt für den Hauptfilter, der sich hier befindet. Man ebenfalls sehr leicht entnehmen, reinigen oder ersetzen. Und natürlich auch für den Pistolenfilter, der sich im Griff der Pistole befindet. Wenn das Gerät keine Farbe ansaugt, dann wäre auch zu prüfen, ob die Ansaugung auch voll in der Farbe hängt. Es kommt häufiger vor durch Vibrationen, dass sich die Ansaugung vielleicht etwas bewegt und nicht mehr voll in der Farbe hängt oder dass vielleicht die Farbe schneller aufgebraucht wurde, als man gedacht hat und einfach nicht mehr genug im Eimer ist bzw. die Ansaugung nicht mehr in der Farbe hängt. Falls es Probleme bei der Ansaugung des Materials gibt, sollte man am Entlastungsventil die Position prüfen. Dieses Entlastungsventil steuert den Farbfluss und zwar über zwei Positionen. Position 1 bedeutet, dass die Farbe über den Schlauch zur Pistole und zum Arbeiten zum Spritzen nach vorne gebracht wird. Position 2 bedeutet, dass das Material über den Rücklaufschlauch zurück in den Farbbehälter gepumpt wird. Wenn man mit der Arbeit beginnt, sollte man zuerst das Material zurückpumpen, da sich häufig noch Restmaterial oder auch Luft im System befindet. Diese Luft lässt sich leichter über den Rücklauf aus dem System bringen, als über den gesamten Schlauch von 15 Meter rauszupumpen.
Und deshalb sollte man hier zuerst prüfen und das Öffnen, wenn man mit dem Arbeiten startet, ohnehin öffnen, den Rücklauf, sodass die Luft entweichen kann. Unter Punkt 3 haben wir die Probleme zusammengefasst, die auftreten, wenn das Gerät zwar pumpt und arbeitet, aber nicht den vollen Druck, also die volle Leistung aufbaut. Das kann zum einen daran liegen, dass die Düse vielleicht zu groß ausgewählt ist, also zu groß für die Leistung des Geräts. Kann aber auch sein, dass die Düse einfach verschlissen ist. Wenn die Düse verschleißt, wird die Düsenöffnung immer größer. Und irgendwann ist die Düsenöffnung so groß, dass das Gerät mit der Förderleistung nicht mehr hinterherkommt. Also vereinfacht gesagt haben wir den Fall einer Feuerwehrspritze, an die ein Gartenschlauch angeschlossen ist. Und dementsprechend kann das Gerät dann die Düse nicht mehr ausreichend mit Material versorgen. Ein weiterer Problemfall, den wir vorher schon angesprochen haben, kann sein, dass die Filter zum Teil zugesetzt sind, aber nicht vollständig. Wenn diese Filter, also das Ansaugsieb, der Hauptfilter oder auch der Pistolenfilter, zu einem großen Teil zugesetzt sind, dann führt das dazu, dass zwar noch Material durch kann, aber unter Umständen nicht genug Material, um ein vernünftiges Spritzbild zu erzeugen. Wenn das Gerät arbeitet, aber keinen vollen Druck aufbaut, also es pumpt, aber nicht ausreichend Druck, dann sollte man auf jeden Fall auch das Entlastungsventil prüfen. Wenn Verunreinigungen, also Verschmutzungen oder auch Schäden am Entlastungsventil vorliegen, dann kann es passieren, dass obwohl das Entlastungsventil geschlossen ist und eigentlich die volle Leistung über den Schlauch vor zur Pistole laufen sollte, dass das Ventil nicht voll schließt und immer noch ein Teil der Leistung und ein Teil des Materials über den Rücklauf zurück in den Behälter gepumpt wird. In diesem Fall steht nicht die volle Leistung zum Arbeiten vorne an der Pistole zur Verfügung, sondern ein Teil der Leistung verschwindet einfach über den Rücklauf zurück im Eimer. Und das kann eben auch dazu führen, dass nicht genug Leistung zum Arbeiten vorhanden ist. In diesem Fall schaut man sich das Entlastungsventil an. Eventuell kann man es reinigen, unter Umständen muss es aber auch ersetzt werden. Wenn das Gerät nicht anpumpt oder nur begrenzt Druck aufbaut, kann auch ein Schaden an der Packung, also an dem Dichtungssatz, der sich am Kolben befindet, dafür die Ursache sein. Ebenfalls ist es möglich, dass es ein Schaden am Kolben ist. In diesem Fall würde man hier direkt am Kolben, am Packungsbereich auch sehen, wenn dort ein Schaden ist. Man würde nämlich dann sehr wahrscheinlich Farbmaterial dort drin mitfinden. In diesem Fall wäre zu prüfen, ob die Packung okay ist. Eventuell kann man die nachziehen und fester machen. Ansonsten muss aber auch die Packung ersetzt werden. Und dabei würde man auch gleich prüfen, ob der Kolben Schaden genommen hat. Gegebenenfalls müsste dann auch der Kolben getauscht werden. Wenn das Gerät nicht pumpt bzw. nur begrenzt Druck aufbaut, ist es ebenfalls möglich, dass ein Schaden am Einlassventil vorliegt, also am Einlassventilsitz an der Kugel oder am Käfig. Diese Bauteile kontrollieren den Einfluss des Materials ins Gerät und sorgen auch dann dafür, dass es wieder verschlossen wird, sodass der Druck aufgebaut werden kann. Man kann es leicht prüfen, indem man diesen Bereich öffnet, einfach hier abschrauben so. Und dann hat man Zugriff auf den Ventilsitz, die Kugel und den Käfig. Sowohl den Ventilsitz als auch die Kugel und den Käfig kann man leicht entnehmen. Sollte das festkleben oder von unten festhängen, kann man da von unten auch gegen und nachdrücken. Hier sieht man erstens, der Ventilsitz ist jetzt etwas ölig, weil das Gerät neu ist und noch konserviert. Das ist der Ventilsitz. Auf diesem Ventilsitz sitzt die Kugel, die für den Verschluss sorgt. Und darüber kommt der Käfig, der die Kugel in Position hält. Jetzt prüft man einfach den Ventilsitz auf Beschädigungen. Sind dort irgendwie Materialreste dran, dann macht man es sauber. Ansonsten schaut man, ob dort irgendwie Abplatzungen oder so sind. Wenn das der Fall ist und es dafür sorgt, dass die Kugel nicht mehr vollständig schließt, also dieses Loch vollständig schließt, dann müsste der Ventilsitz ersetzt werden. Genauso, wenn Schaden an der Kugel oder am Käfig vorliegen. Wenn die Teile gereinigt sind, beziehungsweise die neuen Teile verfügbar, dann setzt man einfach den Ventilsitz ein, dann die Kugel
die sucht sich meistens gleich selbst ihre Position und dann hinterher so herum, so rum, den Käfig. Dann kann alles wieder eingebaut werden. Unter Punkt 4 haben wir die Ursachen zusammengefasst, die dafür sorgen, dass es ein schlechtes Spritzbild gibt. Das kann zum einen sein, dass man die falsche Düse ausgewählt hat, dass die Düse zum Beispiel zu groß ist. Vorhin wurde auch schon das Problem der verschlissenen Düse angesprochen. Auch das kann hier zutreffen. Es kann aber als Ursache genauso gelten, dass die Druckeinstellung nicht korrekt ist, also zum Beispiel zu schwach oder auch zu stark. Wenn die Druckeinstellung zu schwach ist, kann sich der Spritzfächer nicht vollständig aufbauen. Es kann zu einer Linienbildung vor allem am Rand kommen oder auch zu einer Lückenbildung im Spritzstrahl, also einer ungleichmäßigen Farbverteilung. Wenn ich den Druck zu hoch drehe, wird unter Umständen zu viel Farbe aufs Objekt oder die Wand gebracht. Und zudem habe ich eine zu starke Vernebelung, was ich eigentlich auch vermeiden will. Weitere Ursache kann sein, dass das Gerät einfach zu leistungsschwach ist. Also das ist jetzt die Graco ST Max 2495 mit etwas mehr als 2 Liter Förderleistung. Wenn ich hiermit versuche, Spachtelmasse zu spritzen, dann kann das nicht funktionieren und führt auch zu keinem brauchbaren Spritzbild, weil das Gerät für dieses Material einfach zu leistungsschwach ist. Ich denke, ihr habt jetzt einen guten Überblick bekommen über die kleineren Probleme, die auftreten können und wie man diese Probleme beseitigt. Sollten es ernsthafte Probleme sein, dann würde ich euch raten, eher beim Fachhandel und beim entsprechenden Servicetechniker vorbeizuschauen. Immerhin geht es doch um Geräte, die im Hochdruckbereich mit über 200 Bar arbeiten können. Solltet ihr Fragen haben zu euren Geräten, also nicht nur zu dem Graco 495, auch zu anderen Modellen, postet uns oder schaut bei uns im Forum vorbei. Bis bald.